Also ich glaube, oben mit den Projektilsachen, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen schon unten irgendwas machen. Obwohl, da können wir die Projektil ja wegmachen. Hier schon mal welche weg. Obwohl, vielleicht müssen wir die doch eher von der Treppe dann aus auslocken. Weil hier können wir auch den die Geister rufen. Aber dass da unten natürlich so ein Wupsel der Avatar da ist, ist natürlich nicht so geil, ne? Weil meine Mimikrie geht dann bestimmt. Asche der Soldaten des Halligbaums. Jetzt kommen die ganzen Aschen hier raus. Ach, guck mal, jetzt haben wir schon hier Soldaten aus Leyndell, Radans und nochmal die Soldaten des Halligbaums. Die Geister gewöhnlicher Soldaten, die das heilige Licht in sich tragen. Sind sie geschwächt, explodieren sie in allem, in einem allerletzten Angriff. Dies war die bittere Erkenntnis der verzweifelten Soldaten, die im verfaulten Halligbaum der Rückkehr ihres Fürsten harrten. Möge unsere blitzende Tode Mikallas Rückkehr herbeiführen. Einer führt nur nach Valhalla. Oh, wo kamen die denn auf einmal alle her hier? Hörst du auf, deine Armbrust zu rufen, du mieses Schwein. Wisst ihr, was hier oben eine sehr gute Taktik wäre, Leute? Scheiße, wir können nicht so viele herstellen. Brandbomben, Leute. Brandbomben. Das wär's. Zwei, einer mit Bogen sogar. Das ist ja auch knusprig da jetzt. Ach so, kann mich übrigens einer von euch spoilern? Für was sind diese Köpfe hier? Diese Redeköpfe. Ist es einfach nur just for fun? You're beautiful. Ist es einfach nur just for fun oder ist das... Ah, das ist wirklich nur ein... Ah, okay. Also nicht irgendein Zweck oder so. Oh, hier ruckelt's voll grad. Kann ich die da schon treffen? Ja. Die sind einfach nur zum Reden. Das ist ja auch komisch, oder? Ach so, und was du vorhin meintest, dieses... Backsteppen oder so? Das kann ich nicht. Oder meintest du jetzt die Attacke? Helf ihm da unten, der kriegt keine Luft. Oh, mein Bildschirm flackert schon wieder die ganze Zeit. Hey, Leute. Das ist so gruselig. So kann man im Multiplayer seiner Aussage Glanz verleihen. Ach, okay. Ja, das ergibt natürlich Sinn, wenn man dann im Multiplayer die eher nutzt. Flammenpfeile. Wir müssen mal gucken, ob wir bei dem Avatar vielleicht über Entfernung ein bisschen Damage machen können. Guckt die uns an? Nee, ne? So.
war meine Attacke ein bisschen zu kurz, würde ich doch mal sagen. Doch, der Du bist Schönkopf ist für Box Quest. Melika spoilert. Den kann man retten. Warum das denn? Stirbt der am Ende oder was? Also Bock steht mittlerweile bei uns. Der stand hier irgendwo. Der kleine Näher. Der hat irgendwas. Irgendwo stand er bei uns. War der nicht hier irgendwo am... war der denn? Hier, oder? Nee, hä? Wo war der denn nochmal? Hä, ist der auch weg? Sind die alle jetzt weg oder was? Der stand bei uns auf einmal im Altusplateau. War da auf einmal und ich dachte nur so, hä, wo kommt der denn jetzt her? Aber die scheinen alle weg zu sein, wa? Der stirbt, wenn du ihm wie gewünscht die Larventräne gibst. Okay, ich habe die Quest nicht gemacht mit Bock. Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe hauptsächlich nur die Hauptquest gemacht. Alles andere drumherum habe ich nicht so richtig gemacht, leider. Ich weiß auch nicht mehr, wo der ist. Der stand irgendwo bei uns. Und irgendwo konnte ich ihn dann sozusagen nutzen, damit er mir meine Klamotten näht. Aber der scheint echt weg zu sein. Vielleicht ist er auch tot. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil wir halt einfach schon mit der Hauptstory zu weit sind oder so. Ich habe keine Ahnung, Leute. Der müsste jetzt in Laneville sein. Hier muss ich gleich mal nachgucken. Ich laufe mal erstmal hier vorne ein Stück weiter. Ich glaube, gerade so die Art und Weise, wie wir gerade gespielt haben, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass wir die dann Stück für Stück da rausgelockt haben. Müsste der sein, in der Hauptstadt oder was? Ja, der war, irgendwo war der hier, aber dadurch, dass ich halt das in Brand gesetzt habe, sind irgendwie alle Charaktere auf einmal verschwunden. Östlich der Hauptstadt. Er müsste ja angezeigt sein, theoretisch, wenn er noch da wäre. Ja, der war. Ich glaube, der war bei uns. Hier war der, glaube ich, gewesen. Bei der Kreuzung der Altushochstraße. Da war er auf einmal. Und da haben wir ihm auch die Nadel gegeben und dann meinte er: Ach, danke. Ich kann dir jetzt sozusagen helfen. Ich habe jetzt auch das. Dank der Nadel konnte ich jetzt den Traum meiner Mutter vervollständigen oder irgendwie sowas hat er dann gesagt. Und er saß eigentlich immer hier, aber der scheint auch weg zu sein. Östliche Hauptstadt. Ach, so heißt die Gnade. Östliche Hauptstadt? Bei mir ist hier nichts mit östlicher Hauptstadt. Das waren nicht alle Gnadenpunkte. Das kann natürlich sein, dass ich hier nicht alles entdeckt habe. Aber ich bin hier schon so oft lang gelaufen. Aber ich muss auch sagen, bei mir sind ein paar Gnadenpunkte auch verschwunden, seitdem ich hier halt dieses Symbol mit der Aschehauptstadt hatte. Ich habe, glaube ich, ein, zwei mehr gehabt. Nee, nee, nee. Hab, doch, oder? Malikev habe ich schon bezwungen. Habe ich nicht bezwungen? Ich habe, doch, ja. Hier habe ich gekämpft. Du meinst den Kleriker, ne? Den haben wir gestern bezwungen. Den habe ich besiegt, ja. Ja, habe ich besiegt gestern. Das war der Abschluss sozusagen. Das haben wir geschafft. Und deshalb sind wir ja auch hier dann zu dem Schneegebiet gegangen und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal in Halligbaum gucken.
Und dann haben wir mich gestern, war doch gestern, oder? Vorgestern? Alles in Brand gesetzt. Das war schon ein Weilchen, aber dadurch wurde es halt, glaube ich, richtig in Brand gewesen erst, oder? Nee, war das davor schon? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Erst gestern. I don't know. Glaub, Bock ist futsch. Ja, scheiße. Das ist halt ärgerlich. Das meine ich halt. Ich finde das halt bei den Quests so ein bisschen schade, dass man gar nicht weiß, dass die Questreihe da gegebenenfalls weitergeht, weil die Charaktere irgendwas sagen und du dann einfach nicht weißt, was du als nächstes machen musst, ehe du die nicht ganz zufällig irgendwo findest. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Weil sie sind mir tatsächlich schon ein paar Charaktere gestorben, weil ich nicht mehr wusste, was ich mit denen machen muss. Das Schlimme ist, wir hatten ja auch in der Tafelrundfeste, da haben wir ja zum Beispiel dieses Mädchen gerettet, weil wir ihr nicht den Trank gegeben haben von diesem komischen anderen Zauberer da. Und dann war die auf einmal verschwunden und meinte, ja, sie sucht irgendwie den größten aller Falken, bla bla bla. Und dann meintet ihr auf einmal auch, ja, das ist irgendeine Quest. Und dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, wie ich da hingehen soll. Woher soll man sowas wissen, frage ich mich. Das war dein Hassfeind, Malikev. Melina war mein Lieblingsboss. Malenia, so heißt sie. Ich muss sagen, ich fand den Kleriker gestern gar nicht so schlimm. Ich habe den im ersten Versuch fast First Try gehabt. Aber irgendwie danach, die 3-4 Versuche waren sehr anstrengend mit ihm, muss ich gestehen. Die waren dann doch ein bisschen anstrengender als gedacht. Aber ja, bisher hatte ich gar nicht so solche Gegner, die ich so sehr scheiße fand. Ich glaube halt, der erste, den fand ich am schwersten, weil ich da noch nicht so richtig erfahren war. Oder allgemein halt so die Gegner, die man das erste Mal macht, die halt schon ein bisschen schwierig sind, wo man sich erst so reinfuchsen muss. So, da hinten sind halt meine Runen, ne? Wird die wach, wenn ich ihn pulle? Also was heißt wach, aber kriegt die das mit? Nee, ne? Wer denn jetzt? Zwei Tage hat dich das gekostet? Ach krass. Da einfach so lange Geduld zu haben, finde ich ja auch enorm. Also Respekt dafür, wirklich so lange dran zu bleiben und zu sagen, dass du den dann wirklich platt machst. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich irgendwie nicht weitergekommen bin. Versucht irgendwie nochmal zu leveln und bin dann doch irgendwo anders hingegangen. Obwohl ich eigentlich sagen muss, dass ich im Großen und Ganzen dafür, dass ich das erste Mal spiele, eigentlich relativ gut durchkomme. Also da gibt es ja wirklich Leute, die da echt mehr verzweifeln. Damn it. Also jetzt haben wir es ja schon. Also die ist, was Timing angeht, echt ziemlich schwer. Das Spiel ging um die 800 Stunden drauf. Als geduldig bin ich. Ja klar, warum nicht? Also bei mir ist es auch, dadurch, dass ich den ersten Run habe, ich bin jetzt bei 174 Stunden. Astel habe ich erst einen Monat später gemacht, weil der so nervig war. Astel fand ich auch kacke, muss ich sagen. Und dass wir den jetzt das zweite Mal nochmal getroffen haben, fand ich auch schwer. Muss ich gestehen. Und Drachen finde ich allgemein nicht so geil. Die sehen zwar optisch echt schön aus, aber Drachen finde ich auch sehr schwierig, muss ich sagen. Was so das Spielen angeht.
weil die doch schon sehr, 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 sehr stark sind. Und vor allen Dingen auch so, du siehst halt einfach nicht, wo die ihre Attacken machen. Das finde ich halt immer so krass, wenn der Gegner einfach viel größer ist als alles andere und du siehst einfach nichts, was über dir halt einfach passiert. Beim dritten Fachangriff, also entweder hast du dir vorher einen Guide angeschaut, aber anders könntest du das nicht glauben. Ich weiß tatsächlich nicht, was die für Attacken machen oder wie viele Phasen da irgendwer hat. Also ich habe nur die Bosse bisher drauf sozusagen oder kenne halt die Attacken von denen, die ich bisher halt gesehen habe. Alles andere kenne ich halt auch nicht. Aber klar, wenn du da gut springst und gut ausweichst und stark genug bist, kannst du doch theoretisch jeden First Try machen, oder? Oder ist das bei der nicht möglich? Wir hier hoch? Hihi, das Kind, wie es mich anlacht. Hihi. Guck mal, dass ich den da am Geschütz vielleicht noch treffe. Wenn der nicht wegrennen würde, wie so ein Feigling. Wo ist denn der jetzt hingerannt? Hä? Keine Ahnung. Sind ja nur Abfolgen von Attacken, wo man lernt, wie man arbeiten muss. Richtig, genau. Darum, wenn du einen Gegner First Try machst, dann hast du halt relativ schnell verstanden, wie seine Attacken sind. Bei manchen Gegnern dauert es dann halt einfach ein bisschen länger, ne? Ich glaube nicht, dass wir das zeitgleich alles schaffen, oder? Okay, der kann hier hochschießen. Okay, war echt viel los. Ob es denn Sinn macht? Aber kann man von da nochmal zurück? Nee, ne? Schaffe ich das hier nochmal hoch? Hm. Dann hast du mich überzeugt. Ja gut, dann. Also ich muss sagen, ich habe sowohl den Geist... Ach nee, ihr redet ja jetzt über wen anders. Ich würde gerade sagen, bei Latena oder wie die heißt, da habe ich sowohl den Geist als auch die andere gleich First Try. Aber ich habe auch gestern, nee, wen habe ich gestern, Mog oder wie der hieß, dieser Fürst des Blutes, den habe ich glaube ich auch First Try gemacht. Da ist man schon stolz, wenn man dann so eine Charaktere das erste Mal gleich macht. Aber ich muss sagen, ich schäme mich da jetzt auch nicht für, wenn ich da mehrere Stunden für brauche. Ich meine, es ist so, wie es ist. Gut Ding will Weile haben. Na, da ist das. Warte mal. Da kann man also danach auch noch runterhüpfen.
Dammit! Ich dachte, ich wäre tot gewesen. Ich dachte gerade, ich wäre tot gewesen. Aber ich glaube. Schaffen wir das, die wieder zu machen? Und dann rennen wir einfach da lang, holen unsere Runen? Wait. Das habe ich vergessen, dass du ja auch noch hier bist. Die Sache ist, da ist die Leiter runter. Wir könnten auch erst noch nach unten gehen. Aber wir könnten uns auch erstmal stabilisieren und laufen dann da nochmal lang. Es sei denn, der kriegt gleich hier Akku wie so ein Pimmel. Hallo? Ich schlag hier einfach gar nicht. Zudem ist Ellenring ja auch sehr einsteigerfreundlich. Ja, das stimmt, muss ich auch sagen. Also, auch wenn man jetzt ein Weilchen nicht mehr gespielt hat, man kommt relativ schnell wieder rein, sage ich mal. Ja, gleich Aggro. Ah, ey, ich wollte gar nicht anvisieren. Runenstücke nach oben gebracht. Ich würde, glaube ich, jetzt kurz mal gucken, dass wir da die Leiter nehmen können. Vielleicht. Wie oft sind wir hier gespawnt? Das ist schon echt nicht so einfach, hier lang zu laufen, Leute. Heiligbaum ist nicht so leicht, ihr Lieben. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Vor allem jetzt Schlimme ist, mittlerweile geht es ja auch schon ein bisschen um was, ne? Um ein paar Runen. Die will man ja dann nicht einfach so liegen lassen, weil man sich so denkt, ach, die brauche ich jetzt nicht. 80.000 Runen haben oder nicht haben, das ist dann schon ein Unterschied. Die Frage, was unten uns denn erwarten würde. Das wird wahrscheinlich nicht besser werden. Ach fuck, jetzt müssen wir ja komplett durchlaufen. Ach du Scheiße, das war Todesurteil. Oh oh. Ich hab nicht gepanickt. Natürlich. Alter, wie dicht kommt er mich hier denn hinterher? Wow. Die ist wieder hier! Nein! Komm!
mehrere von denen? Das ist das Problem. Das sind einfach zu viele Gegner an dem Spot. Das ist einfach keine Möglichkeit. Du musst, darfst eigentlich gar nicht durchrennen. Du musst eigentlich Stück für Stück alles säubern. Damit du da in Ruhe irgendwie... Also wir müssen das doch mal so machen. Wir müssen jetzt erst da hingehen, da hinten zu der Treppe. Dann werden wir dort Stück für Stück die Ritter da töten. Dann unten die andere Tulla da. Und wenn wir die Runen verlieren, dann verlieren wir die jetzt halt. Wir farmen die auch relativ schnell wieder. Dadurch, dass das so unfassbar viele Gegner hier sind. Aber heilige Scheiße, ey. Das ist schon knusprig hier. Ohne Scheiß. Okay, ciao. Muss ja ehrlich sagen, das ist nicht eins meiner Lieblingsgebiete hier. Hat man gar nicht verstehen, wieso, oder? Verstehe aber auch nicht, warum man da manchmal hängen bleibt und warum man da manchmal nicht hängen bleibt. Das ist... Ich drücke ja nichts anders. Manchmal kann ich da super rüber hüpfen und manchmal nicht... Vor allen Dingen genau auch das Gleiche. Manchmal drücke ich Y, kann rüber gehen über meine Runen und manchmal funktioniert es einfach gar nicht. Das ist auch komisch. Darum sage ich, manchmal ist mein Controller ein bisschen zu langsam, habe ich das Gefühl. Für die Sachen, die ich da drücke. So, jetzt machen wir das nochmal. Wir gehen jetzt mal hier lang. Schon gar keinen Damage verlieren. Beziehungsweise kein Leben. Okay, und wir wollen da mal die Leiter runtergehen, auch wenn wir da unten... Ah, da können wir ja den Geist nochmal rufen. Weil ich würde mir schon gerne da unten noch angucken, was das so ist. Dass sie da sind. Und langsam müsste ich ja auch wissen, wie die hier kämpft, wa? Trotzdem ist sie immer noch schwer, muss ich sagen. Der schafft es noch nicht anzuzünden mit der Fackel, ey. So ein blöder Pisser. Schon so wenig Tränke. Schon was mitgekriegt? Nee, ne? Eigentlich, die müssten wir jetzt gar nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob wenn wir jetzt kämpfen... Dass die dann vielleicht das mitkriegt, wenn wir da unten drunter kämpfen. Darum wäre es schon sinnvoll, die eher zu töten, oder? Guck mal, wir haben gar kein Damage diesmal genommen, weil ich genau gewusst habe, was sie für Attacken macht. Sehr gut! So, und wenn wir jetzt hier runter...
müssen, glaube ich, erst die Wachen oben nochmal wegmachen. Damit die uns da nicht beschießen, wenn wir da stehen. Wir haben Sex.